Das Endspiel in der Herren SA-Klasse beim Erlanger Tischtennis Cup 2013. Die Neuauflage eines Turniers, das letztes Jahr aus der Taufe gehoben wurde, durch ein paar tüchtige, aktive Mitglieder der Spielvereinigung Erlangen. Ein wunderschönes Turnier, das hoffentlich auch weiterhin hier durchgeführt wird. Es stellt sich gegenüber in diesem Finale. Links mit dem grauen Trikot, die Turnierlegende Mittelfrankens der letzten 20 Jahre, Carsten Reiß, derzeit und auch in der nächsten Saison aktiv beim TV 48 Erlangen in der Tischtennis-Oberliga. Und im roten T-Shirt Clemens Gregor Förster. Er spielt in der Regionalliga beim TVC Wohlbach. Auch er wird wohl in der nächsten Saison wieder dort aufschlagen. Falls es nicht in den letzten Tagen noch einen Wechsel gegeben hat, die Wechselfrist ist ja vor 2 Tagen abgelaufen. War ich ganz stolz? Was gibt es da stolz zu? Ach, von dir? Ja, na peinlich. Von mir für dich? Ja, es hatte mal einer nach mir gegoogelt und auf die Idee bin ich gekommen, dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich selber mal nach. Ja. Dann kam doch tatsächlich auf den Tisch. Ja, ja. Erstaunlich. Es müsste auch. Echt? Ja. Danke. Wir haben doch angenehm in Berlin gespielt, oder?
war doch da, oder nicht? Nee, das war nicht in Berlin. Das war, ich habe keine Ahnung mehr, aber Berlin war es nicht. Okay, aber irgendwo sind wir doch mal zusammen aufgetreten, oder? Ja, ja, waren wir mal ein Jahr, ne? Genau. Mhm. Ah, ja. Super, doppelt, es gibt nur dieses eine. Okay. Also es gibt vielleicht mehrere Clubs davon, aber es ist immer Eisenkreuz mit Deutschland. Eisenkreuz das ist ja, genau, stimmt. Da war noch mal woanders was. Ist mir der Reinhard May jetzt eingefallen. Okay. Was ein Lied ist, heißt Hauptbahnhof. Ja, ja, das ist unsere. Das ist da. Das andere. Ja, genau. Ja. Zweiter Satz im Einzelfinale gehabt. Der zweite Satz.